Und herzlich willkommen zurück hier bei der ESA 16 mal wieder. Und neben mir steht mal wieder jemand anderes, aktuell der Drogeriehund. Ich grüße dich. Hallo. Und ja, jetzt kommt der nächste Run von ihm, Pokémon Snap. Und hast du dich gut vorbereitet? Wie sieht's aus? Ja, ich habe mir schon Mühe gegeben. Also ich habe davor, da hinten bei den Röhrenfernsehern ziemlich viel geübt. Also ich glaube, das kommt jetzt relativ gut. Alle Stellen, mit denen ich Probleme hatte, die habe ich jetzt noch mal viel geübt und ja, wir machen auch noch einen Proberun für das Commentary und ich hoffe mal, das kommt gut raus. Ja. Schauen wir mal, wir hoffen natürlich das Beste für dich. Das ist, glaube ich, dein erster Run. Wir wissen, du hast nachher noch das Race. Wie sieht's da aus? Habt ihr euch da gut schon vorbereitet? Da habe ich mich, glaube ich, sogar mehr vorbereitet. Also seit Tagen üben wir und ja, machen auch Proberuns die ganze Zeit und ja, habe ich auch Leute, die mich tagkräftig unterstützen können. Ja, das kommt, glaube ich, sogar noch besser als der Snap-Run. Werden sehen. Das werden wir nachher sehen, beziehungsweise heute Nacht hat sich ja ziemlich verschoben. Ja, morgen ist es halt schon wieder. Ist ja schon wieder morgen dann, also. Ja. Was ist so bisher dein Highlight von der ESA? Was hast du bisher so als deinen persönlichen Höhepunkt? Ja, ich glaube, das ist so, als wir hier gesessen sind, den Stream geschaut haben und ein wenig donated haben, um die Reaktion der Runner abzuschauen, das hat ziemlich Spaß gemacht und ja, ich glaube, das war das jetzt das Schönste, aber es waren natürlich viele schöne Momente. Allgemein finde ich halt die Atmosphäre ziemlich cool, jeder ist nett hier, man kann einfach mit jedem reden, jeder ist nett zu einem, jeder ist gleichgesinnt, finde ich, ja. Also ich werde definitiv, nächstes Jahr werde ich wiederkommen. Auf jeden Fall. Das ist, man kann sagen, ESA ist eine riesengroße Familie. Definitiv, ja. Und ja, dein Run, wir wünschen dir natürlich das Beste dafür. Und hast du noch irgendwas, was du an die deutschen Zuschauer richten möchtest? Ja, ich wäre froh, meinem fetten Snap-Rummel. Und ja, einfach erwartet viel von Snap und erwartet nicht einfach, dass es ein schlechtes Speedgame ist, sondern ja, erwartet auch etwas davon und ja, werdet es dann sehen. Genau, wir werden es in Kürze sehen. Dann danken wir dir für dein Interview und wir geben zurück ins Restream-Studio.